Jetzt wird's romantisch in HWK TV. Die Temperaturen steigen und mit ihnen halten die Frühlingsgefühle Einzug. Der Mai ist traditionell der Monat, in dem sich Verliebte das Ja-Wort geben. Damit bei der Hochzeit nichts dem Zufall überlassen wird, dafür sorgen unsere Handwerker. Sie verhelfen Paaren zum schönsten Tag in ihrem Leben. So zum Beispiel Eva Maria Weber-Iden. Die Damenschneiderin sorgt mit außergewöhnlichen und maßgeschneiderten Kreationen für einen unvergesslichen Auftritt vor dem Traualtar. Bis es dazu kommt, steht jedoch erst einmal eine persönliche Beratung bei der Schneidermeisterin an. Nun, ich frage die Frau zuerst, was sie sich denn vorgestellt hat, wie sie denn am schönsten Tag im Leben aussehen möchte und versuche dann, sie dabei zu unterstützen, dass das wirklich gelingt. Ich berate die Braut ganz persönlich, gehe auf ihren Typ ein, auf die Figur, gehe auf die Wünsche ein, die sie hat, an das Modell, ans Material, an die Farbe, weil zum Beispiel das ist auch bei mir vielleicht ein bisschen anders als anderswo. Die wenigsten Brautkleider, die ich mache, sind weiß. In ihrem Atelier setzt Eva Maria Weber-Iden die Wünsche ihrer Kundinnen mit viel Erfahrung und geübten Handgriffen um. Es ist die Arbeit mit verschiedenen Materialien, Techniken, aber auch der persönliche Kontakt mit ihren Kundinnen, was die Damenschneiderin nach wie vor an ihrer Arbeit fasziniert. Steckt doch in jedem ihrer Stücke auch ein Teil Persönlichkeit der Kundin. Umso mehr bei Brautkleidern. Wie die entstehen, erklärt die Meisterin so. Die Kundin kommt, berichtet mir ihre Wünsche und ich berate sie. Und dann suchen wir den Stoff aus. Ich bestelle ihn dann. Ich habe noch Maß genommen bei der Kundin und mache dann schon mal das Schnittmuster. Nach diesem Schnittmuster schneide ich das dann zu. Wir nähen es grob zusammen, sodass man alles nochmal verändern kann und dann wird es anprobiert. Bei der Anprobe bekommt die Braut dann in der persönlichen Atmosphäre des Ateliers einen Vorgeschmack darauf, wie sie am schönsten Tag des Lebens wirkt. Für Eva Maria Weber-Iden ist jeder Auftrag und jede Braut einzigartig. Individuelle Wünsche erfüllt sie gerne und weiß von außergewöhnlichen Erlebnissen und Aufträgen zu berichten. Ich denke da im Zusammenhang an eine ganz tolle Hochzeit in einer Grafenfamilie. In dieser Familie gab es einen Schleier, der war mehr als 100 Jahre alt und der musste bei jeder Hochzeit, die da in der Familie stattfand, irgendwie in das Kleid eingebaut werden und nachher auch wieder ausgebaut. Und das habe ich dann gemacht und das war wunderschön. Diese Braut hat nun das perfekte Kleid für den perfekten Tag im Leben. Doch was wäre eine Traumhochzeit ohne eine traumhafte Frisur und das perfekte Styling? Dass es daran auf keinen Fall scheitert, dafür sorgen Friseurmeisterin Silvia Lorch und ihre Mitarbeiterinnen. Da wird gekämmt, gebürstet, gerollt, gesteckt, gesprüht und fixiert. Die Brautfrisur den Wünschen der Kundin genau angepasst, die passende Frisur für jeden Typ gefunden. Und das so lange, bis die strahlende Braut ins rechte Licht gerückt ist. Neben klassischen Frisuren ist es aber auch das Ausgefallene, manchmal auch Flippige, sind es die ungewöhnlichen Wünsche, die die Arbeit der Friseurmeisterin so spannend und abwechslungsreich machen. Es kommt oft vor, dass Bräute einen sehr außergewöhnlichen Geschmack haben und das macht natürlich richtig Spaß, da Hand anzulegen quasi und zu beraten. Wir bieten schon vieles an, was die Bräute auch gern haben. Also das ist mittlerweile sehr in, dass sie von den Nägeln bis zum Make-up und Styling alles aus einer Hand eigentlich auch gern haben. Alles, was Braut so benötigt, bevor sie sich traut. Vom Styling bis zum Make-up kann sie sich voll auf die Künste der Friseurmeisterin verlassen. Silvia Lorch und ihr Team versüßen die Wartezeit bis zum Jawort mit teils ungewöhnlichen Haarkreationen und einem Service und individueller Beratung in angenehmer Atmosphäre. Da bleiben bei der Braut keine Wünsche offen. Und so hat diese Braut nun genau das Styling, das sie sich für ihr Ja-Wort gewünscht hat. Um außergewöhnliche Kreationen geht es auch bei der Arbeit von Goldschmiedemeisterin Dana Nettlich aus Winningen. Sie schafft in filigraner Handarbeit und mit hochwertigen Materialien Trauringe, die den Bund fürs Leben besiegeln. Eine Arbeit, die Geschick, Kreativität und Einfühlungsvermögen in die Brautpaare verlangt. Wie so ein Trauring entsteht? Jetzt zum Beispiel die Ringe mit dem Damaszenerstahl. Da ist eine Zusammenarbeit von mir und von meinem Mann und von mir. Und er stellt den Damaszenerstahl
in der Schmiede und der gibt mir dann den Rolling. Und mit diesem Rolling fange ich an zu arbeiten. Ich stelle mir dann die Streifen, die ich brauche. Und dann arbeite ich gleichzeitig parallel auch die Edelmetallringe, weil die kommen dann zueinander und werden miteinander verbunden, mechanisch. Schneidermeisterin Eva-Maria Weber-Iden, Friseurmeisterin Silvia Lorch und Goldschmiedemeisterin Dana Nettlich. Drei besondere Handwerkerinnen, die für Bräute Besonderes leisten. Beste Voraussetzungen also für den Start ins Eheglück. Um eine Partnerschaft geht es auch bei der Arbeit der A-Akademie der Handwerkskammer Koblenz, die ab morgen als Partner des Handwerks im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler ihre Tore öffnet. Informationen zur A-Akademie und ihr Weiterbildungs- und Fortbildungsprogramm finden Sie im Internet unter hwk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz.